Bahnhof 4 ist das nächste Paar und das sind die Dolly Buster und Gerhard Ecker. Ihr müsst bitte draußen am Parkett einchecken, weil bei dem Übergepäck, das ich gesehen habe, wird es länger dauern. Ja. Dolly und Gerhard waren sich vor 2 Wochen ja absolut sicher, dass sie rausfliegen würden. Aber da haben sie halt die Rechnung ohne die Zuschauer zu Hause gemacht, denn sie zu Hause haben die beiden direkt in unsere Top 10 gewählt. Und das haben die beiden dann als Auftrag verstanden und sofort einiges geändert. Also im Detail jetzt, der Gerhard sofort sein Trainingskonzept und die Dolly, zu meiner großen Freude, gar nichts. Es ist eine unangenehme Situation, da vorne zu stehen und zu denken, so, mit einem Schlag ist alles vorbei. Aber ich war fast sicher, dass es so ist. Dolly und Gerhard! Ich wäre ohne das Publikum nicht mehr da. Es ist für mich neu, wenn man sagt, okay, wir mögen dich. Und es ist natürlich sehr schön. Bleib locker. Easy cheesy. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir einfach Mühe. Mehr kann ich nicht tun. Ich habe mein Konzept ein bisschen verändert. Und mein Konzept ist jetzt kein Konzept. Hopp, und jetzt rennst du los. Also ein Mann anspringen dürfte bei mir kein Problem sein. Sie springt und wirklich, sie hängt sich einfach drauf und reißt im Prinzip alles mit sich, was irgendwie geht. Ich kann das nicht. Ich fast ein bisschen Angst. Hier kommt die Starterlaubnis für Paar 04, Dolly Buster und Gerhard Ecker. Danke. Bei der Hebefigur zum Schluss dachte ich mir, da sieht man noch mal, was unsere Tanzkleider alles leisten. Es ist alles verpackt, es ist alles noch irgendwie da, wo es ja, sein soll. Ja, kurz vorher noch, weil ich habe Herzrhythmusstörungen gehabt. Dolly, das sind keine Herzrhythmusstörungen, das sind deine Rhythmusstörungen. Ballasch. Rhythmusstörungen hast du auch entdeckt? Ja, man kann es auch natürlich so sehen, aber ich finde es einfach wahnsinnig cool, dass jemand es traut, der so oft in den Zeitungen als, Entschuldigung, Tussi vorkommt, als Tussi auf die Fläche zu gehen. Ich
bandest du Wagen. Das bitte? Da muss ich mich beschweren. Nein, das ist der erste Teil. Das Wagen, wie sind's? Nein, der erste Teil. Sie haben es wirklich gewagt, sich so darzustellen, wie die Leute von Ihnen. Ich habe mich eingesetzt für die Minderheiten, auch von Berufsgruppen, damit die nicht diskriminiert werden und das auch zu ORF schaffen in die Abendshow. Ja. Genau, das fanden wir alle so cool an Sie, dass Sie solche Kontras spielen, mit denen man gar nicht rechnet. Sag ich mal, wie ich an Ihren Jive gedacht habe nach vorige Woche, habe ich gedacht, das wird sicher ein Desaster werden. Habe ich auch gedacht. Und? Er denkt immer noch. Nein, überhaupt nicht. Und, was ist geworden? Was ist geworden? Sagen Sie es uns. Ich werde es besser. Okay. Nicole. Also ich mal, sag mal zu Gerhard, dein jahrelanges Meditation- und Yoga-Training hat sich bewährt. Du hast die Geduld gehabt und die Ruhe, der Dolly den Jive beizubringen. Und siehe da, es hat geklappt. Ja, ja. Dolly, du hast dich wahnsinnig gesteigert. Die Chicken Walks waren so richtig cool. Also ich muss sagen, ich bin total happy, dass wir heute einen Fortschritt gesehen haben. Dankeschön. Super. Dankeschön. Ich finde es total lustig. Eine Sache würde ich dich gerne noch fragen. Und zwar, jetzt kommt eine Erklärung, wie es nur von der Nora kommen kann. Und zwar hast du gesagt, die ist der Jive sehr recht, weil das ein sehr schwerer Tanz ist. Ganz genau, weil wenn ich schon einen Tanz nicht tanzen kann, dann will ich lieber einen schweren Tanz nicht tanzen können als einen leichten. Und ich glaube auch beim, weißt du, beim Jive kriegt man so einen Knoten in die Beine. Und ich will hier mit dem Knoten in den Beinen rausgehen als umgekehrt. Ja, das verstehe ich. Okay. Ich kann nur sagen, weil du sagst, in der Zuspielung hast du gesagt, das ist so überraschend für dich, dass man dich mag. Nora, es ist nicht schwer, dich zu mögen. Dankeschön fürs Dasein. Ja. Danke. Super. Ja. Dolly Buster und Gerhard Ecker. Voll im Einsatz. Turbulenzen waren vorhersehbar, aber du hast erwünscht. 090 10 59 09 04. Gut abgehoben, gut gelandet, oder? Ja, super. Super. Weil der Gerhard hat da wirklich mit seiner Guru-Erfahrung, er ist durch die Gänge geschwebt. Ich glaube, der Generator brummt dabei, was der Gerhard mit einem Omen anzieht. Unglaublich. Aber nichts ist passiert. Jetzt aber zu einer Geschichte. Ich sage jetzt nicht Nora zu dir, sondern Dolly, weil es besser passt, wenn ich zur Überleitung, die ich mir überlegt habe, natürlich in Nächten. Von Dolly Buster zur Dolly Ghostbuster. Ja. In deinem Hotelzimmer spuckt es. Sagst du, wie denn? Sagen wir es mal so, ich bin, du bist es auch, wir sind beide es gewohnt, mit so Geistern und Gespenstern, so, auch so manch einem roten Teppich beim Opernball oder so in Verbindung zu kommen. Die kennen wir ja. Ja, die kennen wir, ja. Aber wir hatten, nicht nur ich, die Peter auch, wir hatten das Gefühl, dass es bei uns auf dem Zimmer nachts manchmal nicht mit rechten Dingen zu... Peter frei. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht ein, vielleicht der zweite oder dritte Wein war, den ich da hätte besser nicht trinken sollen. Das ist doch wirklich ein Geist, war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, da gibt es aber auch den Geist aus der Flasche. Ja, kann aber sein. Wenn du die Flasche halt, darfst du nicht mitnehmen aufs Zimmer. Aber du hast auch gesagt, da hast du das Gefühl, die Matratze biegt sich durch. So, das stimmt, ja. Wirklich wahr? Ich hatte das Gefühl, ja. Und als du die Augen aufgemacht hast, wärst du darauf gesessen... Es kennt leider keiner, das Niemand. Ist der Punkt, ja. Das ist ja, oh, Türen fallen zu. Die Türen fallen lediglich bei, aber bei Marco auch, oder was? Marco und Petra, die musst du noch mal drauf ansprechen. Ja, nein, bei mir kommt keiner mehr rein. Ja, bei mir ist jetzt na gut, schon du hast ja dein Hotelzimmer überschwemmt, mein Lieber, die sind alle abgesoffen, die Geister. Ja, ist, und ich war lieber die Spuken als die Spucken, weißt du? Ja. Wir lassen das jetzt einmal so stehen und hoffen, dass du befreit bist. Toll. Toll getanzt und wir werden die Geister, die wir riefen, nicht mehr los. Sitzen alle vier da draußen und liefern jetzt hoffentlich keine Horrorzahlen. Nein, ich glaube, das schaut ganz gut aus. Bollasch Ecker. 6. Wow. Hey. Nicole. Go, Dolly. 7. Hannes. 5. Und Thomas. 6.
24 Punkte. Ja, 24 Punkte. Yeah, yeah, yeah. Da kann man sagen, der Geist war willig und das Fleisch war auch nicht schwach. Okay, bitte.